Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Format und zu einem tatsächlich Pokémon-Video nach langem. Ja, ich mache an der Draft-Liga. Ist ja gar nicht ein Jahr her. Halt die Fresse, dein Auftritt kommt gleich. Ich mache an der Draft-Liga mit, zusammen mit dem schlechtesten Team, mit dem man sich wünschen kann. Hallo Robin. Hallo, ich bin auch wieder dabei. Der liebe Grippin, der euch nichts sagt, weil man den noch nie auf meinem Kanal gehört hat. Also, ein Dude namens Grippin, den ich über... Ist ein Typ auf Discord. Auf Discord, den wir von dort kennen. Hat angefangen, eine Draft-Liga zu organisieren, nämlich die Team Pokémon League. Wo wir mit 12 Teams... Kurz TPL. Ja, wo wir mit 12 Teams, jeweils mit jeweils 2 Leuten, also 24 Leuten, zusammen eine Draft-Liga machen. Ja, und ich bin mit Robin in einem Team. Und zu unserem Team kommen wir gleich. Ich will euch erstmal erklären, wie das Ganze hier ein bisschen funktioniert. Kurze Erklärung. Wir haben 11 Spieltage, jeder spielt einmal gegen jeden. Und dann kommen die ersten 7 Teams ins Viertelfinale. Der erste Platz kommt direkt schon ins Halbfinale. Die anderen 6 kämpfen halt um die letzten 3 Plätze. Dann kommt das Halbfinale. Ein Spiel um den dritten Platz und ein Finale. Und dann stehen halt die ersten 4 Plätze fest. Und das ist das schöne Logo. Ich mag das Logo. So. Und jetzt kommen wenn wir zu unserem. Wenn ich jetzt dieses Draft-Format nicht sage, dann erkläre ich das auch nochmal kurz. Man hat in einen Kader. Dieser Kader besteht aus 12 Pokémon. Sind doch 12, oder? Es sind 12. Hm. Wir wechseln einfach mal aus unser Team drüber, damit man es am besten sieht. Wartet. Da. Perfekte Idee. Wir sind wieder top vorbereitet. Ja. Wir haben diese Pokémon. Die anderen Teams haben andere Pokémon. Diese Pokémon sind, wie man sieht, unterschiedlich stark. Zum Beispiel ist ein Alola Vulpix nicht so stark wie ein Rotom Heat. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und wir hatten unseren ersten Kampf. Hey. Ja, den, also wie gesagt, der erste Spieltag war schon, der Draft war schon. Und wir sind das Team Greninja. Ich glaube, man kann sich denken, von wo der Name kommt. Ich werde es jetzt nicht erklären. Es reicht, dass wir edgy sind. Ja. Auf jeden Fall, vielleicht kommt noch ein extra Video zum Teambuilding, ich denke schon, jetzt aber nicht, das ist mir viel zu aufwendig gerade. Wir kommen nämlich jetzt direkt vor allem, weil unser Teambuilding ein bisschen kacke war. Ja, dazu kommen wir, wie gesagt, nochmal. Wir kommen einfach jetzt zum Replay des ersten Spieltages. So, da sind wir. Wir haben im ersten Spieltag gegen das Team Pia und Dragisch gespielt. Von Disrespectable und Richie. Und also, die Spielpläne sind unten. Also Spielpläne, Regeln und alles, was ihr wissen müsst, ist unten in der Videobeschreibung. Auch die... Wenn es euch überhaupt interessiert, wahrscheinlich nicht, aber egal. Und auch die Kanäle der anderen, die einen YouTube-Kanal haben, sind auch unten. Wir kommen jetzt erstmal zum Kampf. So. Und bitte judge uns nicht. Also ja, willst du anfangen erstmal zu reden, bevor wir überhaupt starten? So, das Matchup. Ja, das, was... Wir haben uns sehr krass auf Grabbit gepreppt. Ja, also die haben Grabbit im Team. Das von den Gegnern einblenden sollen. Anyways. Mach ich kurz im Nachhinein für ein paar Sekunden. Jetzt hier. Machst du im Schnitt. Ja, mach ich im Schnitt jetzt also, hier. Wir haben uns sehr krass auf Grabbit vorbereitet. Basically, ein Mon ist komplett für Grabbit. Und ein anderes soll das auch eigentlich hart werden. Und sie haben es einfach nicht mitgenommen. Auch Kamo sollte eigentlich Grabbit. Wir hatten Arschangst vor Grabbit, aber nein, ich hab's nicht mitgenommen. Wir hatten auch Arschangst vor Pipi. Haben sie auch nicht mitgenommen. Na, davor hatten wir jetzt die Arschangst. Du hattest Angst. Und wir hatten Arschangst vor Katapulte. Aber das haben auch... richtig krass. Dagegen haben wir uns aber auch gut gefreut. Das haben sie mitgenommen. Ja. So, dann fangen wir mal den Kampf an. Wir haben Rotom mit Scarf. Das ist schneller als alles außer andere Scarfer. Und sie haben Katapultra, also, wir haben eine Attacke zu Katapultra angemacht, wir waren froh. Ja, also wir waren froh über diesen Anfang. Also, wir wussten, wir tanken Hit von dem Katapultra. Das haben wir halt gekalkt. So, wir sind gespeedcreept auf Katapultra, da wir den Scarf haben. Das heißt, wir sind auch schneller als das Ding. Unser Problem, was wir jetzt feststellen, die Scheiße hat... Ich hatte gedacht... Also, das Ding hat eine Southwest. Das Katapultra, also zumindest im Kalk ergibt es Sinn, dass das Katapultra hier eine Southwest hat. Ich hatte jetzt gerade, Richie im Nachhinein gar nicht mal gefragt, ob die es haben. Aber auf jeden Fall. Ja, die hatten eine Southwest.
Ja, also auf jeden Fall, dieses Southwest Katapult hat uns übel überrascht erstmal. Einige Scheiße. Ich mache jetzt weiter. So, dann, haha, hatten wir schon mal mit gerechnet, die Spinne was hat. Ja. Übrigens, Hydra hat uns da, glaube ich, Ja, Hydra hat uns gekillt. Wir waren froh darüber, dass der Surf reinkam. Mach mal Pause, Alter. Hab ich doch. Danke. Dann gingen wir halt mit Typ 0 rein und die sind dann halt auf ihr Pharaoh gegangen, also auf ihr Tentantel. So. Schon mal ein blödes Matchup, weil Typ 0 hat Drecksattacken und wir können das Pharaoh nicht toppen. Ja, also Pharaoh ist der perfekte Counter gegen unser Typ 0. Trump war Pharaoh sehr, sehr gut in dem Matchup, das seht ihr noch. Pharaoh war, haben wir uns auch viel zu wenig drauf gepreppt. Wir haben uns vor allem auf Offensive gepreppt, nicht auf Defensive, war ein Fehler. Weiter? Ja, mach mal ein bisschen langsamer. Hab ich. Dann gehen wir weiter, gehen wir auf Korf wieder, weil wir dachten, Korf ist halt der beste Sache, die beste Sache, die wir machen konnten, ne? So, die legen Rocks, das ist die sehr folgen erstmal gut für sie. Mhm. Weil unser Rotom hat eine Rocks-Schwäche und hat keinen Plateau-Schuss. Ja, dann die Leech sieht zwar nervig, aber ich glaube, die haben wir sogar recht gut handeln können. Bin mir nicht sicher. Also da mussten wir halt mal schauen, was für ein Set das ist. Ja. Bisher haben die nicht einmal angegriffen aber mit dem Tentantel. Wir haben, glaube ich, jetzt nochmal Defog gedrückt. Haben wir? Ja. Haben wir? Wir wussten allerdings nicht, die Leech zieht bleiben. Das wusste ich wirklich nicht, dass die bleiben. Ja, ich auch nicht, aber wir sind dann einfach raus. Switch auf Typ 0. Weil wir das jetzt erstmal für den besten Dings hatten. Und das haben sie gut predicted, den Switch-Out. Dadurch, dass sie jetzt einfach wieder in Pharaoh reingehen konnten. Ja, Dann kamen wir halt einfach rein und haben jetzt gedacht, bevor die Stealth-Rocks wieder reinkommen, gehen wir einfach erstmal auf unser Rotom. Die drücken Protect. So, und jetzt? Wir drücken Overheat. Jetzt? Pause. Jetzt? Das Beste, was sie gemacht haben. Wir haben auf diesem Ferrofon Protect. Besser hätten sie es nicht tun können. Denn unser Rotom Heat war gescarft. Und in Hitzekoller ist Milotic einfach reingeswitcht. Hitzekoller war unser einer Step. Und in Bolt Switch oder Thunderbolt ist Pharaoh einfach reingeswitcht. Das heißt, immer, wenn wir in Rotom Heat drin waren und die waren auf Pharaoh, konnten sie einfach Protect drücken. Und genau sehen, in was sie rauswechseln müssen. Das konnten wir dann zwar auch ein wenig abusen, aber das konnten sie halt auch abusen. Ja. Und damit hatten sie einen so starken Vorteil. Und das sieht man auch noch. Also Rotom praktisch immer. Also diesen Protect-Move gegen Rotom sieht man noch öfter in dem Game. Und das war auch sehr, sehr gut gespielt von denen. Ja, also da haben wir uns schlecht drauf Ich sage im Nachhinein, wir hätten dieses Rotom nicht scarfen dürfen. Ja, das stimmt. Richtig. Jetzt kommt, glaube ich, unser MVP. Also das Roserade. Ja. Weil das Roserade, da haben wir erstmal. Da haben wir den ersten guten Move gemacht. Nämlich den ersten guten Predict. Pause. Da haben wir, glaube ich. Pause, nochmal ganz kurz zurück. Einen Turn zurück. Warte. Hm. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Rotom. Wir brauchen das Milotic. Ja. Warte noch einmal. Jetzt. Da. So. Hm. Dieses Milotic ist erstmal super gut gegen Rotom, weil das den Hitzekoller einfach tankt. Also, das tankt den einfach. Hm. Und dieses Milotic hat so den Heat-Off drauf und eine Fähigkeit. Milotic hat eine Fähigkeit, ich weiß nicht, wie die heißt. Womit die Death halt 1,5 wird, wenn es einen Status-Effekt hat. Und das war sehr gut. Das Schlimmere für uns war allerdings, dass dieses Milotic die ganze Zeit geburnt war. Das heißt, wir konnten es nicht toxicen. Und das war richtig, richtig schlimm. So weil wir hatten schlimm. Toxic auf Typ 0 raus. Typ 0 hätte dieses Ding absolut gewonnen. Ja. Das Typ 0 war ja auch ein bisschen dagegen gegen Bulky-Dinger, die man toxicen kann. Aber leider. Ja. Also, kurze Erklärung. Unsere größten Probleme sind nicht mal Katapultra oder Grabbit gewesen, sondern einfach Milotic und Tentantel, auf die wir uns halt kaum vorbereitet haben. Dieses Zusammenspiel, das haben wir allerdings im Teambuilding, weil wir fucking lost waren, nicht erkannt. Oder beziehungsweise einfach, weil weil die Situation auch ein bisschen doof ist, wegen dir jetzt, wegen der Und weil mein lieber Teampartner natürlich unbedingt am Mittwoch kämpfen musste, obwohl wir bis Samstag Zeit hatten. Danke nochmal. Ja, wir machen weiter. Ja, hier kam dann halt der Burn durch den Flame Orb.
Roserade gibt es auch eigentlich immer eine 50-50. Also erstmal, Roserade macht unfassbar viel Schaden, weil das hat Stack, das macht, ja. Das hat gegen dieses Pharaoh gerade richtig gut Schaden gedrückt. Und wir haben jetzt ein Switch-Out predicted und konnten gut Damage auf das Rotom machen. Tatsächlich. Dann kam das Ding rein, wir sind wieder drin geblieben und konnten darauf gut Damage machen. Also das Roserade hat bisher am meisten Work gemacht. Dann sind wir aber rausgegangen, ja. Weil wir Angst hatten. Dann sind wir auf das Rhyperior gegangen und es hat U-Turn eingesetzt. Guter Play von denen. Dann gehen sie natürlich einfach Milotic. Ja. Hier. So, jetzt ich dachte mir, Rhyperior ist nicht so wichtig. Wir konnten das tanken. Ja, wir konnten. Weil wir halt die Anti-Wasser-Vera hatten. Und dann kam der Burn erstmal. Damit war das Ding useless. Ja. Wir konnten Rocks. War ganz in Ordnung. Das Problem an den Rocks kommt gleich. Das Problem an den Rocks kommt gleich. Also wir haben das geopfert, jetzt? Weil der Burn tut weh. So, Young haben wir jetzt mit Cramor rein. Und wir kamen auf die schlaue Idee, E-Fox zu drücken. Unser Rotom Heat stirbt, wenn das Zerman Rocks reinkommt. Drücken wir doch einfach die. Aber was wir, woran oder wir nicht glaub, gedacht haben. Wir haben Rules gedrückt und gleich Defog. Aber woran wir halt nicht gedacht haben, dass halt durch das Defog auch die gegnerischen Rocks weggehen. Wodurch wir eigentlich das Rotom Frost gut tanken hätten können. Das Rotom Frost hätte, glaube ich, nicht mehr reinkommen können. Ja. Nein, hätte es nicht. Hätte es nicht. Und jetzt, jetzt konnte es noch reinkommen. Und das ist halt das Dumme. Das heißt, wir haben jetzt ein Pokémon, was nicht mehr uns Probleme machen hätte können, wieder ins Game geholt. Ja, hier dann wieder Justin Bieber. Jeder Prozent auf diesem Ding. Fucking nervig. Ja. Hier wieder. Wir hätten Shadow Ball drücken sollen. Wir haben Shadow Ball im Set. Haben wir nicht gemacht. Dann ging halt wieder wir Rotom. Dann kam das klassische Play. Rotom kommt rein. Die Stealth Rocks und den. Rotom setzt eine Attacke ein. Pharaoh protected. Wird man noch ein paar Mal sehen. Ich glaube, hier haben wir wieder Overheat gedrückt. Ich glaube, diesmal haben wir auch uns aber dafür entschieden, einfach nochmal Overheat zu drücken, weil Just for Fun. Weil wir einfach Chip Damage haben wollten. Aber dann kam das das... Hat sogar ein bisschen Schaden gemacht. Ja, und dann, aber kam das Milotic mit dem schönen Recover. Das hat jetzt sehr Recover. Dass die Recover haben. Und dadurch ist es wieder full. An dem Zeitpunkt wussten wir, holy shit, wir haben fucking Probleme. Wir sind dann halt auf Cramor gegangen. Diese beiden Pokémon tot. Weil so, wir können beide nicht toxiken. Der Switch in Typ 0 war übrigens gerade auch vorhin ein Missplay von uns. Wir dachten halt, Typ 0 ist gut. Dann haben wir nochmal das Moveset angeguckt und dachten uns, nee. Dann konnten wir uns halt wieder hochroosten ein bisschen. Also Cramor hat auch gut getankt alles, ne? Auch, ich muss sagen, dass dieses Milotic diesen Burn nicht bekommt die ganze Zeit. Ja. Unfassbar lucky für uns. Aber dafür habe ich vorhin Memory Rhyperior sehr, sehr früh. Also sogar die erste direkt, ne? Ja. Also das war unlucky, aber... Hey, das aber... sind 30%. Da muss man bei Scald mitrechnen. Ja. Scald hat eine richtig große... Wir haben dann halt wieder gedefogt, damit wir halt öfter als zweimal in unser Rotom Heat kommen können. Sind dann aber erstmal in Roserade gegangen. Der Scald kam, der Scald hat gecritted und geburnt. Extrem anders. Also, ich muss zu diesem Punkt war ich schon so unter einer Stresssituation. Ich dachte mir nur so: Kacke, was machen wir? Wir haben ein fucking Tentante und wir haben ein fucking Milotic, welches wir nicht down bekommen. Der einzige, der. Zwei Pokémon von denen noch gar nicht gesehen. Ja, und der einzige, der was ungefähr machen hätte können. Über Lapras sprechen. Warte kurz. Der einzige, der was hätte machen können, in meinen Augen war halt Roserade gegen Milotic. Problem jetzt war, wir haben den Crit bekommen, damit halt ein bisschen mehr Schaden und der Burn ist halt kacke. Und wir wollen immer wieder in Roserade reinkommen, das frisst eigentlich von gar nichts von dem so viel Prozent, wenn wir da immer richtig rein. Milotic macht dir nicht viel, aber das, jedes Mal, wenn das Ding Schaden nimmt, tut das extrem weh für uns. Also richtig weh. Und das ist das aber Problem. Aber es ist geburnt, jetzt kriegt es nochmal immer 6% Schaden, wenn es reinkommt. Immer. Außer es ist irgendwas davor gestorben. Unfassbar schlechte Situation. Super schlecht. Zu dem Zeitpunkt hatten die... wir hatten dem praktisch noch keinen Damage zugefügt. Außer auf Rotom und Dragapult.
und die hatten schon irgendwie, unser Justin Bieber war fast tot, unser Rotom war fast tot und nur unsere drei tankigen Pokémon waren noch irgendwie halbwegs voll. Also und, da, halt und davon hatten wir noch keines Revenge eingesetzt. So, und jetzt Lapras. Lapras war zu dem Zeitpunkt eigentlich unsere einzige Möglichkeit zu. Lapras ist ein physisches Gigamon. Und hier sind wir erstmal auf den Shadow Ball gegangen und der, also Shadow Ball, der Crit war lucky, finde ich, ne? Ja. Auch wenn sie halt aber selbst 10% auch davor gecrittet, also. Dann gingen wir auf Fieberkühlschrank, hatten jetzt die Staffrocks. Ich glaube, diesmal sind wir auf den Volt Switch gegangen. Einfach nur, um zu gucken, falls die Protect einsetzen oder uns angreifen. War Volt Switch, glaube ich, die safeste Idee einfach, weil wir dann entweder jetzt oder halt danach rausgewechselt wären. Weil wir halt direkt wieder raus wollten. Diesmal sind wir direkt in die große Rade gegangen. Sind sie da rausgegangen? Ja. Das war ein richtig guter Play von uns. Und die sind halt nochmal rausgegangen. Jetzt sind die in einer schlechten Situation. Da, dass wir Leaf Storm gedrückt haben, war es ein. Das hat denen wieder free alles gegeben. So, hier schon wieder. Das Matchup sieht man auch öfter. Und jetzt kam das Jutetsu. Jetzt kam das Viech rein. Das Jutetsu. Und oh mein Gott, wir waren nicht vorbereitet. Haben wir uns keine Sekunde gepreppt. Keine Sekunde haben wir da. Ich kann nur sagen, was meine Erfahrung jetzt war im Kampf. Ich habe im Kampf geguckt, was so, wie man Jutetsu so ungefähr spielt, was so das Moveset sein könnte. Da habe ich diese eine Kampfattacke gesehen und habe nur gesehen, ja, die hat 95er Angriff, aber ich habe mir den Effekt nicht durchgelesen. Und dieser Effekt hat uns manchmal in die Karten gespielt, aber manchmal uns komplett hops genommen. Denn. Nee, eigentlich hat er uns gar nicht in die Karten gespielt. Doch, wir haben einmal Roserade reinbekommen. Dieses Viech ist arschtankig. Ja, also. Ich glaube, er hätte das mit Roserade nicht gekillt, ne? Ich weiß aber, der Default kam, der Knockoff kam, Unlucky, Leftovers weg. Man wird sich mal einfach hochhalten. So, aber Roost kam, wir sind voll. Wir hatten halt jetzt so gedacht, okay, was kann das? Psychic Throw, super effektiv, bam, wir wurden rausgeswitcht. Da war unser erster Auftritt mit Lapras. Und wir sind dann halt erstmal in Typ 0 gegangen. Der schlechteste Switch. Typ 0 kam rein. Ist ja eigentlich total dumm. Was bringt uns Typ 0? Wir wollten Typ 0 opfern, weil wir sonst nicht gewinnen konnten. Da hat er gemisst, das war lucky für uns. Sehr guter, sehr lucky. Wir haben das gegen Toxic, war sehr gut, muss man sagen. Ja. Der Toxic war wichtig. So, das Ding hat uns genockt. Auch richtig blöd, weil dann tankt Typ 0 nichts mehr. Wir haben einfach gerest, um vielleicht ein bisschen Toxic Damage mehr zu bekommen. Ja, genau. Und sind dann halt rausgegangen auf. Ja, das war ein Lucky Switch in einmal. Weil jetzt konnten wir ein bisschen Damage machen. Ja. Sind dann halt auf Volt Switch gegangen. Das war ganz gut. Einmal wieder auf Typ 0, war klar. Psychic Throw. Und jetzt kommt das Problem, was wir hatten. Die haben auch Rest Talk gespielt. Da kam der Rest. Damit geht unser Toxic weg. Damit geht alles weg. So. Zu diesem Zeitpunkt haben wir das Ding nicht mehr down bekommen. Wir brauchen gerade. Das, was man zu diesem Zeitpunkt gebraucht hätte, wäre ein unfassbar lucky Turn. Ja. Und irgendeinen guten Switch bei einer guten Prozent-Range auf Rose. Weil. Das einzige Ding war, dass das tot bekommen hat. Ich glaube, nicht mal Lapras und deiner Giga hätte das vernünftig tot bekommen. Ja. Da kam der Psychic Throw, wir sind geswitcht worden. Ja. Und sind dann, glaube ich, jetzt auf Roost gegangen. Haben jetzt den nächsten, weil wir wussten, der Psychic Throw schmeißt uns wieder auf die gleiche Prozentzahl. Also sogar ein bisschen mehr hatten wir diesmal. Sind dann wieder auf Lapras, von Lapras so, wieder Lapras, richtig scheiße. Auf Null. Wir wollen nicht in Lapras. Und dann kam halt der Psychic Throw. So. Und dann sind wir, glaube ich, auf Roserade oder. Mehrere Male auf Lapras, aber kein Mal auf Roserade gekommen, ne? Ja. Ja, wir sind auf Roserade. Dann kam rausgeswitcht. Der Leaf Storm. Richtig gut. Hatten wir nicht damit gerechnet, dass die da rauswitchen? Weil wir das, glaube ich, gar nicht gekillt hätten. Also, das war eigentlich ein Free Kill für die an Roserade. So, muss man sagen. Kommen die hatten Staffrocks zuletzt. Ball. So, wir waren. Wieder ein Korf. Unfassbar nervig, das Matchup. Jetzt Sanaconda. Deren Gigamon.
So, falls ihr nicht wisst, was Gigas sind, das sind die einzigen Pokémon, die in diesem Regelset, was wir haben, Dynamaxen dürfen. Hm. Die anderen dürfen das nicht. Und es kam der Keul. Keul. Und Roserade ist tot. Aus. Roserade war tot. Damit waren wir jetzt in der wenn Lapras nichts macht, sterben wir. Ja. Wir sind auf Lapras gegangen. So. Bei ja. Gigabert, der hatte plus 1 Attack und plus 1. Ja. Wir das hätte, halt, das hätte halt über 50% gemacht, nur mal so, ohne den Death Drop, weil wir Fizz Attack Lapras gespielt haben. Ja, und jetzt haben wir halt den Veil eingesetzt, sind dann halt auf den Wassermove trotzdem nochmal gegangen, weil er mehr Schaden gemacht hat. Leider überleben wir keine Attacke, das heißt Lapras macht nichts mehr. Mies, dass sie halt, also der Keul war halt gut, weil wir halt auf ein physisches Lapras gegangen sind. Ja. Der Keul hat die eigentlich sehr krass gerettet. Gut. Also der Keul hat... Ja. Ohne den Keul hätten wir das gewonnen jedenfalls. Ja. Und danach hätten wir auch durchaus jetzt Chancen. Jetzt gingen die wieder auf Milotic also raus. Sind wir diesmal auf eine Electric... Wir sind wieder auf ein Feuer-Teil gegangen, weil wir wieder nicht gegambelt haben, weil wir einfach zu safe spielen wollten, was auch ein bisschen... Ja. Wir haben versucht zu safe zu spielen, fing hier mir auf, also es war ein bisschen schade. Also, aber das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon aussichtslos. Wir konnten nicht mehr... Jetzt kam der eine Switch in, den ich nicht so mochte. Pokémon mitzunehmen. Ja, jetzt kam der Rotom Heat Switch in. Wir dachten halt, vielleicht drücken sie nicht Scald. Ja, wir hätten... Sie haben Scald gedrückt. Hätten sie da Recover gedrückt, hätten wir vielleicht einen Kill claimen können. Aber ja. Das war... Oder wären wir halt mit Dings Gamble. Drin geblieben, mit Korf dann drin geblieben. Aber, ja, aber damit verlieren wir durch... Damit verlieren wir halt durch schlechtes Preppen und ein paar dumme richtig Plays von uns. Prepp. Leider den ersten Spieltag komplett 6-0. 6-0. Und sind damit erstmal auf dem letzten Platz. Und ich will nicht mehr. Und das Ding ist... Hier kam übrigens noch der Burn. Ja, das hier kann es einfach ein bisschen runterlaufen. Ja, ich glaube, ich faste das mal ein bisschen ab. Das ist jetzt ein kleines... Nein, lass einfach. Nein, also ich lasse jetzt nächsten nicht nächsten so laufen. Glaube ich, oder? Naja, wir haben irgendwann aufgegeben zu roosten. Also wir hätten das jetzt ein bisschen ausdauern können. Wir wissen nicht, ob wir das Doll-Battle gewonnen hätten. Aber wir haben halt viel zu wenig Damage gemacht durch den Burn. Wir haben durch den Burn viel zu wenig Damage gemacht. Ja. Hier kam jetzt das Ding raus, ne? Hat dann, glaube ich, einmal Blizzard gedrückt. Oder die Volt Switch sogar. Was halt der Play war. Und hier war gut von den und hier dachten wir halt uns nur so, ach fuck it, wir bringen es einfach um. Wir können eh nichts mehr ändern. Irgendwie hätten sie es hinbekommen. Wir drücken noch ein letztes Mal Roost, warum auch immer. Ich frag mich, warum wir das gemacht haben. Sie hatten die Leech Seeds draußen. Ja. Sie haben uns. Also, und das, der letzte Kill geht. Vielleicht und, sogar noch einen Kill claimen können. Und natürlich muss der letzte Kill an Katapultra gehen. Na. Ja. Es war unlucky. So, ohne den Burn hätte. Halt sogar hochgeheilt, ne? Ja. So, also, es war sehr, sehr unlucky insgesamt, das Game. Ja, nein, nicht sehr, sehr unlucky. Es war schlecht gepreppt. Die hatten ein paar Hacks. Ja, also, wir haben verloren, weil wir uns schlecht gepreppt haben. Das stimmt. Auf jeden Fall GG an Disrespectful und Richie. Ihr beide habt super gut euch vorbereitet. Euer Team ist super. Ich mag es sehr. Ich wünsche den beiden schon mal für die nächsten 10 Spieltage sehr, sehr viel Glück. Und ja, das war's. Mit unserem ersten Spieltag. Ja. Robin mag das Rihornio nicht. Das ist eine lange Geschichte im Teambuilding, wenn wir das machen sollten, die nächsten Tage mal oder die nächsten Wochen. Werden wir darauf noch zu sprechen kommen. Aber erstmal war's das jetzt mit dem ersten Spieltag. Nächste Woche geht's dann gegen das Team Coca-Cola von TJ und Lucy. Ich hoffe. Gegen uns, ja. Ich hoffe, das wird besser laufen. Ich weiß nicht, ob es besser laufen wird. Aber ich will nicht noch einmal 6-0 verlieren. Das ist safe. Ich will nicht noch einmal 6-0 verlieren. Und ich glaube, das wird so auch nicht. Nee. Oh Gott, ey. Und aber wirklich, GG, die haben viel besser gespielt als wir. Ja.
Muss man einfach sagen. Dann würde ich halt sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne was Positives da lassen. Wenn euch gefällt, dass wir Content zu unserer Draftliga bringen, dann könnt ihr uns das auch gern zeigen, indem ihr positive Bewertungen da lasst. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst ruhig negative Bewertungen da, ich nehme Kritik gerne an. Wenn irgendwie was am Schnittstil oder so oder irgendwie etwas, falls irgendwas wir verbessern können, euch stört oder es euch stört, gerne in die Kommentare schreiben. Das war's von mir und von Robin. Wir sehen uns spätestens nächste Woche zum Spieltag 2. Bis dahin. Wenn Jana seinen Arsch hochkriegt und ein Video macht. Ich mache Videos. Ciao.